Der Vorfall, in dem der Grünen-Abgeordnete Mike Ausendorf die Präsenz eines Kreuzes im Sitzungssaal des Bundestags kritisiert, verdeutlicht die anhaltenden Spannungen um die Frage der religiösen Neutralität in staatlichen Einrichtungen. Ausendorf fordert in einem Schreiben an Bundestagspräsidentin Bärbel Bass einen religiös neutralen Raum und verweist auf die grundgesetzlich verankerte Trennung von Staat und Kirche, welche die Gleichbehandlung aller Bürger unabhängig von ihrer Weltanschauung sicherstellen soll. Ja, dies stößt in der Unionsfraktion auf scharfe Ablehnung, da sie das Kreuz als integralen Bestandteil ihrer Identität und ihres Selbstverständnisses betrachtet. Ja. Diese Situation offenbart ein fundamentales Spannungsfeld, ja, zwischen traditioneller Symbolik und moderner Interpretation staatlicher Neutralität. Für Ausendorf und seine Unterstützer spiegelt das Kreuz eine Verknüpfung von Politik und Religion wider, ja, die im öffentlichen Raum des Bundestages als unpassend empfunden wird, sagt er. Ja. Kritisch könnte man hierbei jedoch hinterfragen, ob die Forderung nach einem neutralen Raum die Vielfalt und den offenen Dialog, den der Bundestag als Abbild der Gesellschaft fördern soll, nicht eher beschränkt. Neutralität ließe sich zwar als ein Verzicht auf religiöse Symbole interpretieren, ja, doch könne dies auch die Gefahr bergen, geschichtliche und kulturelle Wurzeln vorschnell zu verdrängen. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei, ja, sieht in Ausendorfs Forderung ein Zeichen mangelnder Toleranz. Dieser Aspekt verdient Beachtung, denn in einem pluralistischen Staat gehört auch die Akzeptanz unterschiedlicher Überzeugungen zur Toleranz. Die Forderung nach der Entfernung des Kreuzes kann als Wunsch nach Gleichbehandlung interpretiert werden, bringt jedoch auch die Gefahr, traditionelle Werte und Identitätsmerkmale auszuklammern und so neue Grenzen zu schaffen, anstatt Brücken zu bauen. In einer konstruktiven Auseinandersetzung könnte es lohnenswert sein, sich der Frage zu stellen, wie die Neutralität im Sinne einer offenen, aller Bürger einschließenden Symbolik verstanden werden kann, ohne einzelne Identitäten zu marginalisieren. Dies erfordert ein hohes Maß an Kompromissbereitschaft von allen Seiten, ja? Aber auch eine kritische Reflexion über den Anspruch auf Neutralität im Verhältnis zur gelebten Pluralität. Ja? Ein Austausch über alternative Lösungsansätze, etwa das Anbringen verschiedener symbolischer Darstellungen unterschiedlicher Weltanschauungen oder die explizite Kennzeichnung von Räumen, könnte ein Ansatz sein, um einen Konsens zu finden, der die Interessen aller Akteure respektiert. Letztlich zeigt der Vorfall die Notwendigkeit, eine gemeinsame Grundlage für den Umgang mit religiösen und kulturellen Symbolen im öffentlichen Raum zu schaffen, um das Spannungsverhältnis zwischen Tradition und moderner Neutralitätsvorstellung, ja, produktiv zu gestalten und, ja, Missverständnissen, sage ich mal, vorzubeugen. Wie siehst du das Ganze? Schreib mir mal deine Meinung in die Kommentare.